Hi zusammen, liebe Freifahrt-Zuschauer. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem meiner Videos. Heute einfach nur Hintergrundinfo, was mache ich hier eigentlich? Also ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass ich spazieren gehe, während ich diese Videos mache. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, ich arbeite Vollzeit und dann lebt ja die älteste Tochter bei mir und die betreue ich die meiste Zeit und deshalb habe ich eigentlich ansonsten kaum Zeit für Freifahren was zu machen, außer eben während ich mit unserem Hund spazieren gehe. Das ist eine Dame, die heißt Toffi, ist jetzt wahrscheinlich so 6 oder 7 Jahre alt. Wir haben sie aus dem Tierheim geholt und mit der gehe ich halt spazieren und mache dann währenddessen die Videos hier und versuche euch halt aus den Fällen zu erzählen, die aktuell sind, oder halt Hintergründe zu geben zum Familienrechtssystem und Jugendhilfesystem, euch da Einblicke zu geben. Das mache ich dann halt, während ich mit dem Hund spazieren gehe. Ja. Und da fällt mir ein, dass es um unseren Hund geht. Es ist so, wir haben die Toffi 2019, glaube ich, im Mai abgeholt im Tierheim. Und das vor allem, weil meine jüngere Tochter, ja, vielleicht schaut sie ja zu, Grüß von mir, die wollte immer einen Hund. Ja, die ist so ein Tierliebhaber. Die versteht sich mit allen Tieren. Ist unglaublich. Und die wollte immer einen Hund. Und dann habe ich gesagt, du, ich verspreche dir, spätestens wenn du, ich glaube, 10 oder 11 Jahre alt bist, kriegst du einen Hund. Ja? Und dann war es soweit. Dann musste ich mein Versprechen einlösen und habe es auch gern gemacht. Ja? Weil ich habe für mich selber gesagt, ich will auch einen Hund. Ich hatte als Kind einen Hund. Und ein Hund zwingt mich ja auch regelmäßig rauszugehen. Und ihr habt jetzt auch den Vorteil, dass ich die Videos mache. Aber für manche ist es vielleicht kein Vorteil, ja. Vor allem für die Leute, die ich hier den Videos zum Teil scharf angreife. Aber das mache ich ja nur mit Richtern oder Leuten beim Jugendamt. Die sollten das eigentlich gut schultern können, was ich da so sage. Aber es hat ja immer Hand und Fuß, nicht wahr? auf jeden Fall, was ich euch erzählen will. Wir hatten bei diesem Tierheim einen anderen Hund schon reserviert, bevor wir die Toffi abgeholt haben. Und dann war es so, ich war mit meiner ältesten Tochter, ja, die wie gesagt schon ein paar Jahre bei mir lebt, im Auto unterwegs zu einem Termin. Und im Auto hat uns dann das Tierheim angerufen. Und wie gesagt, wir hatten einen anderen Hund reserviert. Und ich dachte, es geht nur noch darum, dass die uns mitteilen, wann wir den Hund abholen können. Aber dann hieß es, der reservierte Hund sei schon vergeben. Und der Grund war, dass da andere Leute sich für den Hund interessiert haben, die schon mal einen Hund bei denen sich geholt haben. Und die, den würden sie halt vertrauen. Ja. Dann fing meine älteste Tochter an zu weinen. Die war natürlich damals deutlich jünger als jetzt. Da habe ich gesagt, sie, also wir haben den Hund reserviert. Wozu reserviere ich denn, ja, wenn sie den dann weitervergeben? Und lange Rede, kurzer Sinn, die meinte dann, ich soll doch nachher nochmal anrufen, wenn sozusagen der Chef des Tierheims da ist. Da habe ich den angerufen, hat er mir gesagt, ja, wissen Sie, hier hat jemand angerufen, der hat behauptet, Sie könnten Ihre Miete nicht zahlen. Naja, also jetzt ist natürlich das ein Riesenrätsel, wer da angerufen hat. Also das war kurz nachdem die älteste Tochter zu mir gegangen ist. Und ich habe ja erzählt, die jüngere Tochter wollte unbedingt einen Hund. Und die war ja zu der Zeit bei ihrer Mutter. Ist es immer noch, ja. Die sehe ich jetzt schon seit über 4 Jahren nicht mehr. Und naja. Das ist ja dann gefährlich, wenn dann der Papa, zu dem ich als
jüngere Tochter nicht mehr darf, einen Hund hat, den ich mir immer wünsche, und zwar gefährlich für die Mutter, die die jüngere Tochter bei sich behalten will. Deshalb liegt es ja nahe zu vermuten, dass die Mutter meiner Kinder, meine Ex-Frau, oder jemand aus ihrem Umfeld so, wie soll ich sagen, ich spare meine Bewertung, weil das nur Energie kostet. Ich glaube, es ist jedem klar, dass es nicht gerade die nette Art ist, sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen im Kampf um die Kinder. Wobei ja klar ist, ich kämpfe nicht in dem Sinn um unsere Kinder wie meine Ex-Frau, dass ich halt versuche, die für mich zu behalten, sondern die älteste Tochter, die bei mir lebt, darf zu ihrer Mutter so oft sie will. Der limitierende Faktor ist die Mutter. Ja? Die hat also ihre Vorstellungen, wann die Tochter kommen soll und wann nicht. Und auf jeden Fall, ne, wie geht die Geschichte mit dem Tierheim weiter? Ich habe dann gesagt, sie, ich schicke Ihnen einen Auszug meines Kontos zu. Ja, da können Sie sehen, für die letzten 12 Monate, dass ich immer die Miete bezahlt habe. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich später nochmal mit dem telefoniert, habe gemeint, okay, danke, super, dass Sie es gemacht haben. Hund ist aber weg, aber kommen Sie doch vorbei, wir haben ein paar neue Hunde. Und da war dann die Toffi dabei und die ist zuckersüß. Und also, wer hat ein Glück im Unglück, die ist wirklich ein toller Hund. Ich meine, die anderen hätten wir auch genommen, aber wir sind total zufrieden mit ihr. Das ist ganz, ganz toll. Naja, auf jeden Fall kam dann der Tag, an dem wir die Toffi abholen sollten. Und dann gehe ich ins Tierheim rein. Der Chef steht schon drin, schaut mich an, verzieht das Gesicht so. Und ich sag nur, erzählen Sie mir nichts. Es ist mir klar, was wieder passiert ist. Ich will auch nicht wissen von Ihnen, wer es ist. Ich kann es mir schon denken. Ich will überhaupt nichts hören. Ja, ich will mit dem Dreck nichts zu tun haben. Hat er gemeint, ja, wissen Sie, die Person hat wieder angerufen, hat bla bla bla. Sie hat gesagt, wissen Sie, ich will es wirklich nicht wissen. Na, der Chef vom Tierheim gemeint, also, Sie kriegen den Hund, das ist klar, ja, ich vertraue Ihnen. Sie haben sich da korrekt verhalten die ganze Zeit. Und nehmen Sie den Hund mit. Und dann war die Sache gelaufen. Ja, mit diesem Hund gehe ich hier 2-3 Mal am Tag spazieren. Je nachdem, wie ich es einrichten kann. Die älteste Tochter natürlich auch. So wie sie es einrichten kann neben der Schule. Und ja, ihr könnt euch quasi bei Toffi bedanken, dass sie mich auf ihre unnachahmlich charmante Art manchmal zwingt, dass ich rausgehe, mit ihr spazieren gehe und dann halt die Zeit habe, diese Videos zu machen. Ja, also Dankeschön, Toffi, dass es dich gibt. Und schön, dass es euch gibt und ihr immer wieder mal zuschaut. Danke. Ciao zusammen.